Hallo, Servus und willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie versprochen aus der Mercedes-Benz Fashion Week Zelt. Und wir waren gerade eben bei Minz, bei Eva Lutz. Und neben mir steht wieder die Jeanette Graf. Sie hat mir versprochen, sobald ich sie sehe, darf ich sie um Feedback und Kommentare der Designer-Shows fragen. Und es ist so schön, dich gleich hier abgreifen zu dürfen. Ich weiß, du bist schon wieder weiter, wir beeilen uns auch, aber du kommst mir nicht aus. Das ist jetzt das vierte Interview und ich bin so richtig gut im Lauf, von daher perfekt. Ja, super. Dann wahrscheinlich die Frage, die dir jeder stellt. Wie fandest du denn die neue Kollektion, die Inszenierung und was hat dir besonders gut gefallen, wo sagst du, hey, das ist ein Eyecatcher, der muss definitiv bei dir in die Lookbooks mit aufgenommen werden als Stylistin? Also, was mir sehr gut gefallen hat, dass es entspannte Mode ist. Das heißt, es ist nichts sexy, es ist nichts total eng am Körper, sondern es ist casual, es ist bequem. Es ist was für größere Größen total geeignet. Und das Schuhwerk hat mir besonders gefallen, denn es waren flache Lackschuhe mit einem Plateauabsatz. Also Eva Lutz sieht uns im kommenden Winter entspannt, in weiteren Klamotten, also in bequemer Kleidung und das Ganze in Bärentönen, die kommen wieder bei ihr und Nude-Töne. Das hat mir gut gefallen. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Keine 5. Und zwar das anzuziehen, wonach man sich fühlt und wo drin man sich einfach wohl fühlt und sich nicht verkleidet fühlt. Das ist für mich immer das Wichtigste. Leute fragen mich so oft, was sind deine Must-Haves für